Alexa, sag mir ein paar Infos über Milka. Milka ist ein Markenname für Schokoladenprodukte des US-amerikanischen Nahrungsmittelkonzerns Mondelez International. Wann wurde Milka gegründet? Ich bin mir leider nicht sicher. Okay, danke schön. Gern geschehen. Sweet and Salty, back in action. Mit einem Milka-Produkt und dazu auch einen neuen Milka-Produkt. Mini Schoko Brownie. Von Mondelez natürlich. Okay, hier haben wir gleich mal die Nährwertangaben. Könnt ihr mal durchgehen. Und was ist das genau? Der zarte Milka Brownie im Mini-Format für maximalen Genuss. Toute la tendresse Milka and Mini Brownie pour un maximum de plaisir. Ja, so ungefähr. Okay. 9,6% Schokolade, Alpenmilchschokolade, Milchschokolade. Okay, ich bin mal ganz gespannt, ob das dieses Zeug hier so nach Brownie schmeckt. Gut. Füllhöhe auch, also bis hier. Gut. So. Machen wir mal auf. Oh, geht ganz leicht. Schön verpackt. Wie viele sind es denn? Zwei, vier, sechs, acht, neun. Oh, wieso nicht gleich 10, Leute? Okay. Winzig klein. Kuchenteig und innen so Schokolade. Wirken auch schön fettig. Oh. Schön saftig. Und weich. Hier nochmal. Also sehr weich, sehr saftig, sehr schokoladig. Sind so auch Stückchen drin, Schokoladenstückchen. Mag ich. Also ich hätte jetzt erwartet, dass es ein bisschen so trocken im Mund ist oder so, aber die sind tatsächlich sehr weich und sehr gut. Props. Hier. Ich könnte mir die vorstellen, vielleicht auch 10 Sekunden so in der Mikrowelle. Geschmacklich sehr gut. Also muss ich ehrlich sein. Mmh. Mmh. Oh, man kann nicht aufhören. Soll ich noch eins essen? Oder... Nee. Wie viele Kalorien hat denn so ein Stückchen? Hier steht 8, bei mir waren es 9. Prop. Top. Okay. 61 Gramm. Oh, nicht wenig für so ein kleines Stückchen. Aber ich muss wieder... Also ganz ehrlich, die schmecken lecker. Viel Zucker natürlich. Gut. 1A für Milka. Top-Produkt, finde ich. Sehr gut. Schön verpackt, obwohl es ja ein bisschen Verschwendung ist. So, okay, aber passt. Geschmacklich top. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.